So, da sind wir wieder. Okay, hier gibt's Kämpfe. Ein Radikal. Aber Dave könnte, genau. Dave, du kannst mal hier ein bisschen Karate machen. Mich wundert das irgendwie, dass hier morgens so viel los ist, aber dann irgendwie nachmittags, wenn ich normalerweise aufnehme, eigentlich ist die Hälfte los, obwohl da halt die Leute von der Arbeit nach Hause kommen und so. Was ist das denn hier für ein Haus, Alter? Oh, ein Slimer. Slimer! Möchte ich doch gerne haben. Aber ich glaube, ich töte es jetzt. Huch, Entschuldigung. Brauchen wir hier das Türding? Oh, ein Fukano. Ich möchte einen Fukano haben. Halt! Oh! Ich habe mir doch hier 20 Pokebälle gekauft. Yeah! Ich habe ein Fukano gefangen. Fukano, Hund. 70 Meter. 70 Zentimeter, Gewicht 90 Kilogramm. Ein friedfertiges Pokémon, welches wild zu kläffen beginnt, sobald man seinen Lebensraum betritt. Ja, wie ein Hund. Oh, ein Item. Fluchtseil. Braucht man hier den Türöffner? Oder braucht man hier wieder was anderes? Oh, geh mir weg, du mit deinem Kackradikal, ey. Aber jetzt hat... Obwohl mit Stärke. Stärke ist ja besser als Dings. Das ist mir eben nicht aufgefallen. Nun. Aber Hyperzahn sieht so viel ab. Oh. Das verstehe ich auch nicht. Ist irgendwie, dass es dann beim nächsten Mal mehr abzieht oder sowas? Ich wollte gerade sagen, jetzt ist es wieder offen oder was? Oder sind das Trümmer irgendwie, die von oben runter gefallen sind? Ein Radfratz. Ich möchte nicht gegen dieses Radfratz kämpfen. Okay, das heißt, wir müssen wirklich vorne durch die... Nee. Ich muss ja jetzt fast wieder raus, quasi. Dann hole ich mir jetzt den Türöffner, das... komische Ding. Das Fossil. Und das... Dings. Wie heißt das denn? Ach. Ah. Ich will das haben. Mama, ich will das haben. Nicht töten, nicht töten, nicht töten, nicht töten, nicht töten. Dankeschön. Wir kriegen ein Slimer. Yes! Slimer, Schlamm, 90 cm, Gewicht 30 kg. Slimers Körper besteht aus Industrieabfällen. Wo dieses Pokémon hintritt, wächst kein Gras mehr. Yay! Was ist hier drüben?
Oh, eine Statue. Nein. Radikal. Nein. Aus. Ein versteckter Schalter. Ja. Wer würde es nicht tun? Jetzt tut sich bestimmt unter uns eine Falltür auf und fallen nach unten. Okay. Sind diese Dinger jetzt offen? Oh Mann, einen Ticken noch weiter nach rechts, dann hätte ich gesehen. Yes! Okay, wir brauchen doch keinen Türöffner. Hier stand doch vorhin einer irgendwo. Fick dich. Hey. Oh, die mit ihren Rätseln, ey. Oh, radikal. Kriegst jetzt halt mal auf Fresse. Oh. Na, Dave ist tot. Shen müsste man noch ein bisschen, könnte noch ein bisschen was vertragen. Ach, Leute. Mensch. Oh, die Autos draußen. Slimer. Es klingelt an der Tür. Wer ist das? The Post. Oh, die Autos draußen, ne? Noch ein Schalter oder was? Wer will es nicht tun? Was mit dir? Bist du kampfgeil oder was? Ich finde keinen Weg nach draußen. Der reinste Irrgarten. Ach so. Bist du denn ein Dieb? Ein Lumanda. Das hatte ich auch mal. Ja, supi. Yay, kriegst du auch euch Level 40. Auto. Das sieht so auf jeden Fall ein bisschen besser aus als von hinten. Okay. Oh nein, meine Beute! 3060. Junge, Junge. Thank you.
Was ist das denn hier? Kann man da schwimmen? Okay. Oh. Slimer. Muss man die in einer bestimmten Reihenfolge drücken, die Schalter, oder ist das Schnurzpiep egal? Oh, da liegt ein Buch. Tagebuch, 5. Juli. Der Dschungel. Im Niemandsland. Wir haben tief im Dschungel ein völlig neues Pokémon gefunden. Hä? Gut. Das war bestimmt kein Slimer. Boah, Alter, ist das nervig. So. Oh, ey, jetzt habe ich das schon besiegt, ne? Und jetzt kommen die alle 2 Sekunden. Noch nicht mal. Alle jede Sekunde vor allem. Und wir so Drecks-Pokémon, ey. Das ist ein Item. Calcium. Toll, kann ich wieder für gutes Geld verkaufen. Kann ich den Schalter jetzt nochmal drücken? Das macht überhaupt keinen Sinn, so wie hier teilweise die Räume sind, ey. Suchen wir jetzt erstmal so alles ab und dann benutzen wir nochmal den Schalter und gehen dann nochmal alles ab. Oh! Oh, radikal brennen. Ja, ja. Ach. Oh, jetzt stirbt's dadurch. Was ist das für ein komisches Haus? Mann. Oh, ein Item. Oh, jetzt kann ich das Item noch nicht mehr aufheben. Eisen. Ja. Die Autos gehen mir draußen auf den Sack. Mir geht die ganze Zeit hier auf den Sack, dass alle 2 Sekunden so ein Drecks-Pokémon kommt. Mein Mentor lebte einst hier.
Ein Forscher. Magnetilo. Oh, doch, ganz gut. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Magneton. Das ist doch dieses Dreifache, oder? Ja. Voltoball. Das Voltoball. Entschuldigung. Dum, dum, dum. Nice. Wow, unglaublich. Okay, da kann man jetzt immer nach unten gehen. Das ist natürlich höchstgradig interessant. Keine Lust. Das macht ja alles überhaupt keinen Sinn. Nee, Dave hatte. Das macht alles überhaupt keinen Sinn hier. Was ist das Blaue überhaupt? Naja, die Verwirrung geht dann im nächsten Part weiter. Wir sehen